Mecklenburg-Vorpommern, Landstraße zwischen den Ortschaften Lage und Tessin. Circa 3 Kilometer vor Tessin. Die Straße steigt leicht an. Auf der Höhe führt unübersehbar ein Betonplattenweg in das Waldstück. Reste eines einst vorhandenen Sicherheitszaunes und eines Tores mit Signalgebern erinnern an die vergangene militärische Nutzung dieses Waldgebietes. Nur ca. 300 Meter hinein in das Waldgebiet wird sie sichtbar. Die Einfahrt in den inneren Sicherungsring für den einstigen Hauptgefechtsstand der Volksmarine, der DDR. Versteckt im Wald, ein kleines Wachgebäude, dahinter das einstige Stabsgebäude und folgend ein Unterkunftsgebäude, welches erst Anfang der 80er Jahre errichtet worden ist. Nach der politischen Wende in der DDR wurde es als Asylantenheim genutzt. Seit Jahren steht es leer, von den Spuren der Zeit gezeichnet. Gegenüber dem Unterkunftsgebäude eine Transformatorenstation und ein kleiner Garagenkomplex. Die Gebäude vermitteln dem Betrachter den Eindruck von einer einst kleinen Dienststelle. Nirgendwo findet sich ein Hinweis darauf, dass hier seit den 60er Jahren tief im Waldboden ein zweietagiger Bunker mit den Maßen von rund 58 x 49 Meter vergraben ist. Auch nicht bei Annäherung an den einstigen Einstieg in den Bunker wird daran erinnert. Er ist vergossen, zugefüllt und mit Gras überwuchert. In seiner unmittelbaren Umgebung weisen die Reste einer Wegebeleuchtung auf seine Existenz hin. Im Rücken des Betrachters, gegenüber dem Einstieg in den Bunker auf einer kleinen Anhöhe, vom Baumbestand versteckt, erhebt sich die einstige Abgasanlage der Notstromversorgung des Bunkers. Auch diese Abgasanlage ist vergossen worden, macht das Einführen von Sonden in den Bunker unmöglich. Von den beiden Notausstiegen aus dem Bunker hat einer die Zeit überlebt. Ein Ringfundament um den Betonkern weist auf eine ehemalige Tarnüberbauung hin. Der im Innern des Betonkerns vorhandene Ausstieg mit seinen Halteeisen ist vergossen, macht einen Einstieg in den Bunker unmöglich. Und weit vom Notausstieg, nahe dem einstigen Antennenfeld, ein verbunkerter Unterstand ohne begehbaren Zugang in den Bunker. Über ihn wurden alle Fernmeldekabel in den Bunker eingeführt. Zugleich diente er der Aufnahme von Reserveantennen, wie zum Beispiel einer Montagekonsole mit Parabolspiegel. Der Eingang in den Unterstand wurde nach der Wende vermauert, von Neugierigen aufgebrochen. Im ehemaligen Antennenfeld sind die Reste von Antennenmasten mit ihren Hochfrequenzkabeln, die in den Bunker führten, sichtbar.
Weitere Kleinbunker sind im Wald versteckt. Auch ihre Zugänge sind vergossen. Einst wurden sie von Holzstapeln überdeckt, die eine ausgezeichnete Lufttarnung darstellten. Neben einem der Kleinbunker, die Montagekonsole für den Parabolspiegel eines Richtfunksystems aus dem verbunkerten Unterstand für die Einführung aller Fernmeldekabel. Ein ca. 3x3 Meter großes Betonfundament neben dem Bunker weist auf die Stelle hin, an der einst ein Stahlgittermast für die Aufnahme der Richtfunkantennen stand. Die im Zentrum des Fundamentes vorhandenen Rohrdurchbrüche mit den gekappten Strom-, Steuer- und Antennenzuleitungen bestätigen diese Tatsache. Unter Zugrundelegung des Systems der Nachrichtenverbindungen der Volksmarine wurden von hier aus mindestens 5 Richtfunkverbindungen in unterschiedliche Richtungen und mit verschiedenen Antennensystemen betrieben. Die oberhalb des Bunkers erkennbaren Ringfundamente und Stahlträgerenden weisen auf das ehemalige Vorhandensein von Tarnüberbauungen hin, unter denen sich die Öffnungen für die Frischluftzuführung in den Bunker befanden. Über im Wald verteilte Sensoren wurden Außenzustände in den Bunker signalisiert.